ein Kind wirklich Schwierigkeiten und Probleme hat, je früher man ansetzt, umso besser. Das ist ja nicht so, dass jetzt Eltern leicht tun, mit ihrem Kind zu einer Frühförderstelle zu gehen. Also jeder, der ein Kind hat, weiß, wie schwierig das ist, wenn man so irgendwann erkennen muss, oh mein, da passt was nicht. Und je früher man dann eine positive Erfahrung damit macht, dass wenn es irgendwo schwierig ist, dass man wo hingehen kann und einem wirklich geholfen ist, das ist wichtig. In der Frühförderstelle werden Kinder von der Geburt bis sie in die Schule kommen gefördert und unterstützt. Und zwar die, die behindert oder von Behinderung bedroht sind. Bei uns sind ganz, ganz viele Kinder. Die haben ein Problem mit der Sprache oder mit der Motorik oder mit der Wahrnehmungsverarbeitung oder mit der Selbstregulation oder der Impulskontrolle. Und es gibt Belastungen in der Familie wie Krankheit, Tod, Trennung, Scheidung, psychosoziale Belastungen wie Sucht oder psychische Erkrankungen von Elternteilen. Und solche Kinder, wenn keine Hilfe kriegen, dann kriegen die richtig Stress und Probleme und es geht ihnen auch schlecht. Die Einrichtung mit Hauptsitz in Abensberg und zwei Außenstellen in Kelheim und Mainburg gibt es seit mittlerweile 50 Jahren. Erika Hess ist seit 32 Jahren mit dem Team. Meine Aufgabe hier ist, dass ich wirklich mit dem Kind arbeite, mit den Eltern arbeite und wir hier in unserem Team gemeinsam nochmal besprechen, welche Förderziele, dass man für diese Kinder uns überlegen, damit sie wieder in den Förder- oder in den Entwicklungsprozess hineinkommen. Ich helfe dir, ich nehme mal Rot. Ah, die Blumen. Grundsätzlich so die Heilpädagogik ist einfach das, dass wir, wie gesagt, zu die Kinder rausfahren und einfach ja, sehr individuell auf die Kinder eingehen, je nach Thema des Kindes, je nach ja, Defizit, Behinderung. Es ist bei uns immer so, oder jetzt in meinem Fall so, dass ich ganz gern schaue, was können die Kinder und nicht so defizitorientiert handle, sondern einfach schaue, was macht das Kind, was kann das leisten, wie geht es dem Kind und versucht dann dementsprechend das Kind halt in seinen Stärken zu fördern und ja, so zu stärken. Man merkt schon, dass die Kinder sich da immer sehr freuen, wenn man kommt und wenn man mit denen einfach Spaß hat. Und das ist das Wichtigste, dass die Kinder Spaß haben. Aktuell sind es um die 250 Kinder, die hier unterstützt und gefördert werden. Der Bedarf ist so hoch, dass Kinder teilweise Monate oder Jahre auf einen Therapieplatz warten. Auch wenn das Team über die Jahre gewachsen ist, sind es aktuell zu wenige Mitarbeiter. Wir haben im Team so 25 Leute, die hier unterwegs sind. Also wir haben zu wenig Logopäden und zu wenig Ergotherapeuten brauchen wir dringend. Also wir sind auf der Suche nach Personal. Das ist ein großes Problem, weil wir so heute die Bedarfe überhaupt nicht bedienen können. Wir brauchen aber auch Physiotherapeuten und Heilpädagogen. Da geht es allerdings einigermaßen. Wir haben, denke ich, jetzt 12 heilpädagogisches Fachpersonal und Psychologen und 4 Physiotherapeuten, 2 Logopäden, 1 Ergotherapeuten. Warum ich das so gerne mache, das ist diese Flexibilität. Also ich habe ganz unterschiedliche Kinder. Ich habe jeden Tag ein ganz anderes Arbeitsfeld wieder. Ich kann mich nie wirklich darauf einlassen oder darauf einstellen, was heute auf mich zukommt, sondern ich bin wirklich immer offen und das ist das Schöne. Es ist ein bunter Arbeitsalltag bei Magdalena. Der Name der Frühförderstelle kommt übrigens vom Chef höchstpersönlich. Wie ich hier angefangen habe, hat die Einrichtung noch mobile Dienste geheißen. Und das hat mir nicht gefallen. Und dann wollte ich gern, dass wir uns miteinander einen Namen suchen. Also wir haben ja das integrative Kinderhaus, die offene Behindertenarbeit und die Frühförderstelle. Und dann war es aber ganz schwierig, da irgendwie so einen Punkt zu finden. Und dann habe ich mich irgendwann entschlossen, okay, nachdem jetzt aus dem Team kein Name kommt, jetzt nehme ich jemanden, der mir gut gefällt. Und dann habe ich mich für die Magdalena entschieden. In erster Linie, weil sie die Verkünderin der Auferstehung ist. Einen Weg bestreiten, der vielleicht nicht ganz leicht, dennoch gemeinsam gegangen werden kann. Mit dem Ziel, die Kinder relativ früh bestmöglich zu unterstützen.